Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das wird ein gutes Video, denn wir haben eine spannende Geschichte. Skurril, irgendwie traurig, aber scheinbar auch mit einem Happy End. Ich bin gerade auf dem Weg von Berlin nach München, wie so oft. Wie ihr seht, ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich bin bei der ersten Tankstelle rausgefahren, einfach weil ich die Scheibe vorne vom ganzen Baumsperma befreien musste. Das ist der Wahnsinn, wie versifft dieses Auto ist. Und Autowaschen habe ich schon aufgegeben um diese Jahreszeit, weil es einfach am nächsten Tag genauso aussieht wie davor. Aber die Scheibe musste ich einmal sauber machen, bevor es weitergeht. Es geht aber nicht lange weiter, denn mein erster Stopp ist hier dieser neue Supercharger. Dieser Supercharger ist aus mehreren Gründen bedeutend und spannend. Erstmal ist er der größte Supercharger Deutschlands, aber eigentlich noch wichtiger, es ist der erste Supercharger, den Tesla seit 2 Jahren in Deutschland eröffnen durfte, denn es war Tesla nicht mehr erlaubt, neue Supercharger zu eröffnen, zumindest nicht so, wie Tesla Supercharger auf der ganzen Welt baut und auch davor in Deutschland gebaut hat. Ich hole kurz etwas aus, um es zu erklären. Es gibt eine EU-Richtlinie für den Aufbau von Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, also auch für Stromtankstellen, für Elektroauto-Ladestationen. Wie das genau aber dann aussieht, das macht jedes Land dann mit sich selbst aus. Und in Deutschland hat man dann eben die Ladesäulenverordnung in Kraft gesetzt 2016, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Und diese Ladesäulenverordnung macht Tesla Supercharger leider nicht mehr rechtskonform und dementsprechend durfte Tesla keine neuen Supercharger mehr aufstellen. Die Supercharger, die schon davor da waren, aber die genießen Bestandsschutz, also die sind weiterhin da und legal. Sehr ärgerlich war, dass Tesla gerne einen Supercharger südlich von Berlin erstellt hätte, so wie sie jetzt eben gemacht haben, und es nicht machen durfte. Was immer bedeutet hat, wenn man von Berlin runterfährt, nach München zum Beispiel, dass man den ersten Supercharger erst bei Leipzig hat. Das sind circa 200 Kilometer, also muss man relativ vollgeladen sein. Oder wenn man einen Tesla hat mit einem kleineren Akku, mit 60 Kilowattstunden nur, dann muss man fast ganz voll sein, damit man mit normalen Geschwindigkeit durchfahren kann. Andersrum, in München hätte man erst einen Supercharger sehr früh gehabt. Gut, aber sei es drum. Was die Ladesäulenverordnung eben besagt, ist, dass jede Ladesäule in Deutschland CCS unterstützen muss. Und witzigerweise steht hier direkt so eine Ladestation. Da kann ich das einmal kurz zeigen. Und zwar muss man... Ups, das ist der Typ 2, den ich gerade rausgeworfen habe. Das CCS, das soll man eben haben. Einmal kurz aufräumen. So, und die Tesla Supercharger haben das eben nicht. Und auch steht in der Ladesäulenverordnung, dass alle Ladestationen für alle Elektroautos nutzbar sein müssen. Und Tesla Supercharger sind eben nur für Tesla nutzbar. Das gilt eben für alle Ladestationen, die auf öffentlichem Grund sind oder auf privatem Grund, wenn dieser öffentlich zugänglich ist. Also alle Supercharger stehen ja irgendwie auf Autobahnrasthöfen oder irgendwelchen anderen Plätzen, die öffentlich zugänglich sind. Also sind die von der Ladesäulenverordnung betroffen. Und Tesla hat zwar angeboten, dass andere Autohersteller sich an den Kosten vom Aufbau und Wartung des Supercharging-Netzwerks beteiligen und als Gegenleistung eben auch ihre Autos dort laden dürfen. Keiner wollte das machen. Dementsprechend kann Tesla natürlich nur die Supercharger für Tesla-Fahrer anbieten, weil die eben durch den Preis des Autos das mitfinanziert haben. Als andere wäre finanziell irrsinnig. Naja, und dementsprechend durfte Tesla jetzt eben keinen neuen Supercharger aufbauen. Was für mich und sehr viele andere Leute, die sich mit dem Thema irgendwie befassen, ein bisschen komisch ist, weil in Deutschland ist ja das Ziel, dass Elektromobilität gefördert wird. Wenn man sich ein Elektroauto kauft, gibt einem der Staat Geld dafür. Und dann schafft man es aber irgendwie mit irgendwelchen Richtlinien, dass der einzige Hersteller, der aktiv Ladeinfrastruktur aufbaut, das nicht mehr machen darf. Das ist ja irgendwie nicht so förderlich, wenn man jemanden verbietet, der Ladestationen aufbauen will, das nicht machen darf. Wir fahren einfach mal hin, ich will den Supercharger auschecken und dann geht die Geschichte weiter. Es ist nämlich relativ witzig und clever, wie Tesla es jetzt geschafft hat, dieses Verbot zu umgehen. Immer spannend, wie sich der Autopilot schlägt, wenn die Spuren verengt sind und es gelbe Spuren gibt, Baustellen wie hier. Also, er macht das sehr gut. Jetzt ist rechts eine Planke hier. Ja, ideal. Also Hand ist wie immer am Lenkrad. Eingreifen musste ich nicht. Ah ja, so jetzt hier einmal nach rechts und. Ja, alles klar. Und tschüss Berlin, bis bald.
Da ist das Ding. Deutschlands größter Supercharger. Hallihallo. Ein schattigen Platz auch noch. Grandios. Grandios. Dann nehmen wir erstmal den. Also laden muss ich ja eigentlich nicht, aber wenn ich schon mal hier bin und es mir anschaue, dann hole ich mir natürlich auch den Gratisstrom ab. Warum nicht, ne? Okay, ich habe jetzt hier so ein bisschen den Standort abgecheckt. Mai, nichts Spektakuläres, wohl nicht mein Lieblings-Supercharger-Standort. Es gibt hier ein Café, das ist natürlich ganz nett jetzt tagsüber. Wenn man mal in der Nacht kommt, dann ist man hier wahrscheinlich ohne Einkaufsmöglichkeit. Aber gut, sei es drum, immer gut Lademöglichkeiten zu haben. Und so kurz vor oder nach Berlin brauche ich jetzt auch nicht unbedingt was die ganze Nacht. Das ist es. Das ist, was dieses Ganze hier legal und möglich macht. Dieses Schild. Nur für Tesla-Fahrer während des Ladevorgangs zugänglich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die deutsche Ladesäulenverordnung sagt, dass ein Ladepunkt eben dann auch öffentlich ist, wenn er eben öffentlich zugänglich ist, selbst auf dem Privatgrundstück. Das hier ist ein Privatgrundstück, aber ihr seht, es ist öffentlich zugänglich. Wenn jetzt aber das Benutzen dieser Ladeinfrastruktur von vornherein nur einer bestimmten Gruppe gestattet ist, dann handelt es sich nicht mehr um einen öffentlichen Ladepunkt im Sinne der Verordnung. Also einfach, dass man hier ein Schild hingestellt hat, das sagt, dass es nur für Tesla-Fahrer ist, also von vornherein eingeschränkt, ist nicht für alle Elektroautofahrer, sondern nur für Fahrer eines Teslas. Diese Leute dürfen sich hier befinden während des Ladevorgangs. Nur für diese Leute ist zugänglich. Dann ist es scheinbar okay, diesen Supercharger zu errichten. Und die Bundesnetzagentur muss jeden Supercharger abnehmen, bevor den Tesla für die Fahrer freigeben kann. Und das haben sie offensichtlich gemacht, also scheinbar ist man mit diesem kleinen Kniff durchgekommen und kann jetzt weiterhin Supercharger errichten. Es soll noch weiter in Deutschland folgen. Ich bin übrigens auf dem Weg in die Schweiz, also kurz über München, dann in die Schweiz, weil ich werde ein Model 3 fahren können. Wahrscheinlich auch deswegen baut jetzt Tesla große Supercharger mit 14 Ladepunkten, weil eben mit dem Model 3 dann noch mehr Teslas auf die Straße kommen werden. Falls ihr Ideen habt, Themen, Wünsche oder was wollt ihr vom Model 3 sehen, tippt es gerne jetzt fleißig in die Kommentare. In ein paar Tagen wird es dann soweit sein und ich werde boah, wirklich fahren können mit dem Model 3 in Europa, obwohl es die noch gar nicht offiziell gibt, aber es wurde eben importiert. Und naja, alles weitere seht ihr dann in dem Video. Aber ja, witzig, wie es Tesla geschafft hat, um diese Verordnung herumzukommen. Was ich vielleicht noch ergänzend sagen sollte, ich meinte ja vorhin, dass jede Ladestation CCS braucht, hätte ich sagen müssen, jede Ladestation ab 22 Kilowatt Gleichstrom. Supercharger sind ja Gleichstromanlagen und über 22 kW, also bis zu 120 kW sogar. Und dementsprechend fallen die da natürlich rein. So, ich bin gut in München angekommen. Jetzt ist ein Tag später. Das Auto lädt auch gerade am Starkstrom brav auf. Die Fahrt gestern war ein bisschen nervig. Ich habe noch nie so lange von Berlin nach München gebraucht. Zwar viel Pfingstverkehr, viele kleine Staus vor jeder Baustelle. Ein bisschen nervig, aber noch ein kurzer kleiner Einschub hier, denn ich habe gerade das Video geschnitten und gesehen, dass ich glänze wie eine Christbaumkugel und das muss ich einmal kurz erklären. Es war Karneval der Kulturen in Berlin und da hatte ich coole Schminke im Gesicht, so wie hier ein Kindertattoo am linken Handgelenk. Und durch Duschen wird das nicht weniger, sonst verteilt sich scheinbar nur. Und deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe. Das ist die Erklärung, das wollte ich einmal kurz gesagt haben. Und noch kurz zwei weitere Hinweise. Ich habe Ende letzten Jahres ein Video gemacht zum größten Supercharger Österreichs. Der ist sogar noch mal ein bisschen größer als der hier vor Berlin. Verlinke ich euch in der Beschreibungsbox. Und ich habe euch auch noch meinen Tesla-Empfehlungscode reingesetzt. Für jemand, der sich ein Model S oder X bestellen will, kann ich nur empfehlen, einen Empfehlungscode von einem Tesla-Kunden zu nutzen, weil man sonst nicht mehr gratis Supercharging bekommt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Link verwendet, wenn euch diese Videos hier helfen, weil Tesla coole Preise an Leute rausgibt, deren Empfehlungscode verwendet wird. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr es gut findet, dass Tesla wieder Supercharger in Deutschland bauen kann, gerne auf den Daumen-Hoch-Knopf drücken und ich übergebe dann nochmal zurück an Vergangenheits-Alex und sage ciao. Man muss natürlich sagen, die Ladesäulenverordnung ist sicher nicht alles schlecht. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, dass man schaut, dass Ladeinfrastruktur sicher ist und einheitlich gestaltet wird, aber die Meinung von vielen, ich lese euch mal schnell was vor.
Also und zwar der Bundesverband Solare Mobilität und verschiedene Betreiber von nicht kommerziellen Ladepunkten fassen die Kritik an der Ladesäulenverordnung wie folgt zusammen. Die LSV, also die Ladesäulenverordnung, ist für private Betreiber von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge der Sargnagel, sowohl für die Bestanderhaltung als auch den Ausbau von Ladesäulen und Boxen. Im Grunde sind die auferlegten Bürokratie- und wiederkehrenden Gebührenlasten völlig unangemessen und dienen lediglich industriellen Interessen, nicht denen der betroffenen E-Mobilisten. Boah, jetzt windet es hier. E-Mobilisten ist ein cooles Wort. Auch andere EU-Länder haben Kritik an der Ladesäulenverordnung geübt in Deutschland. Ich als E-Mobilist bin einfach happy, dass Tesla weiterhin Supercharger ausbauen kann, scheinbar mit einem sehr leichten, wahrscheinlich auch nicht kostintensiven Trick, einfach ein Schildchen aufzustellen. Ich lade hier noch mein Minütchen weiter, während ich aufs Klo gehe, und dann geht's weiter in den Süden. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema und natürlich auch, was ihr vom Tesla Model 3 gerne sehen wollen würdet. Bis dann, macht's gut, ciao.